Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation. Ha, de! Weiter geht's. Der Company Man. Das dunkle Geheimnis der Kolonie entdecken. Kein Ding. Mach mal eben. Hallo. Tschüss. Die Ferrer beschatten. Kein Ding. Hep. 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 Ich denke mal, so ist es gedacht. Hep. Sonst wären die Statuen hier nicht. Hep. Hey, hör auf! Hey, was denn? Hast du mich gesehen? Nee. Verwundert. Wenn. Ja, gut. Hab ich doch gesehen. Will er denn hin? Wäre geil gewesen, wenn du noch hochgeklettert wärst, aber gut. Hau ab. Komm, lauf weiter. Ach, komm. Mein Gott. Natürlich. Du hast recht. Der Company Man ist sehr ungehalten. Hätten wir nur mehr Leute. Ja, hätten wir nur. Noch mehr Leute? Wir haben schon alles ausgeschöpft, was möglich ist. Hier sind Arbeiter, die von überall herkommen. Leute aus Kuba und sogar aus New Orleans. Bei strengster Geheimhaltung. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwierig und wie teuer das ist? Hab Geduld. Vasquez übernimmt bald sein Amt in New Orleans. Er wird Erfolg haben, wo Baptiste versagte. Mhm. Die Mausseher und Ferrer folgen. Kein Problem. Die rennen aber. Ist nicht gut. Hallo. Versteckt, hat mich auch kaum bemerkt. Ein Glück. Ist ja gut. Gehe schon wieder. Zack. Das ist so bescheuert. Ey, hier rüber. Und dann da in das Gebüsch rein. Versteckt. Gott. Das ist gerade echt ein bisschen sehr schlecht. Hallo. Das sieht keinen. Hier, der Mann, von dem ich gesprochen hatte. Was tun wir mit ihm? Zeigt ihm auf, wie falsch sein Verhalten war. Du hast nicht wirklich gedacht, wir ließen dich deinen Vertrag brechen und mit vertraulichem Wissen entkommen, oder? Hey, jetzt ist es gut. Okay.
Keine Ahnung, Waffe mit. Blöd. Tschüss. Ein Peitsche. Cool. Bin Indiana Jones. Sie nicht wieder ausfragen müssen? Ist wahrscheinlich. Wollen die nicht? Gut, dann nicht. Steigt bei der Story immer noch nicht so wirklich hinter. Oh, cool. Sequenz 4. Der Kompliment. Genau. Der Sklave. Da war was. Spur der Wahrheit. Den Hinweisen folgen, um die Vergangenheit zu entschlüsseln. Danke. Wo bist du jetzt so plötzlich hergekommen? Zauberei. Viel wichtiger ist, wo willst du hin? Nach New Orleans? Ich könnte dir Arbeit beschaffen. Ha! Wozu? Mein Volk sind die Fon. Ich gehe zurück nach Afrika. Viel Glück. Dein Medaillon. Es ist ungewöhnlich. Ich sah schon so eins. Und ich hielt es für einzigartig. Das ist es. Meine Mutter hat es selbst gemacht. Du musst dich irren. Nein. Die Frau, die das Medaillon trug, hieß Jeanne. Sie war eine der ersten Arbeiterinnen hier. Ich erinnere mich gerne an sie. Das ist der Name meiner Mutter. Wo ist diese Frau? Ich muss sie sehen. Ich weiß nicht. Sie lebte in einem abgelegenen Haus am Südende des Lagers. Du musst gehen. Der Ferrer wird nach dir suchen. Wirst du allein zurechtkommen? Ja. Ich verstecke mich bis zum Wachwechsel bei Sonnenuntergang und werde dann wieder fliehen. Diesmal kriegen sie mich nicht. Viel Glück. Unsere Mutter ist hier. Eventuell. Das Gebiet verlassen. Die Minuten für keinen offenen Flick mit den Dingern anfangen. Kein Problem. Kann das Schwert nicht mitnehmen? Schade. Keinen offenen Konflikt anfangen. Keinen offenen Konflikt anfangen. Hier ist aber noch irgendwas zum Suchen. Da. Maya-Statue, vermute ich. Ah. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Sie entkommt! Bin aus dem Gebiet raus. Jetzt greifen die mich an. Aua. Toll, jetzt habe ich einen Beil. Ich kenne so ein Messer von denen. Also so ein Schwert, meine ich. Nach Hinweis suchen die zu Jeans Hütte führen. Ja gut, dann laufen wir einfach zu dem Punkt. Ist doch kein Ding. Hey. Das läuft auch. Über das Haus geht's immer ein bisschen schneller. Hep. Hep. Aber Hinweis. Hör sofort damit auf! Macht gar nichts. Hinweis. T. So, hier. Hier ist LB. Na hier. Das ist der Hinweis. Nicht die anderen Spuren, nein, dieser Hinweis.
Hallo? Da hinten. Da oben. Okay. Alles klar. Verstanden. Ich habe das Spiel nun verstanden. Nach, keine Ahnung, wie vielen Folgen. Welche Folge sind wir jetzt? Elf? Zwölf? Das ist von meiner Mutter. Das erkenne ich wieder. Cool. Hier liegt noch irgendwo drum. Irgendwo hier. Hinter. Oder auch nicht. Da muss er hier sein. Ich stehe genau drauf. Oder fast genau drauf. Naja, dann nicht. Das könnte ihre sein. Jetzt muss ich da hinten hin. Aha. Oh, da ist was erschienen. Das war gerade noch nicht da, aber gut. Man darf ihnen nicht trauen. Bürger E ist in der Nähe. Mittels Adlerauge aufspüren. Lass mich dir helfen, die Wahrheit zu entdecken. Wo ist Bürger E? Da hinten. Das ist Bürger E. Das sind alles einfach nur böse. Wo ist Bürger E? Wahrscheinlich oben. Ja. Da oben sehe ich was orange flackern. Ich glaube, orange war Bürger E. Mal ausnehmen. Zack. Tolle Filmsequenz. Bitte verzeiht meine Verspätung, Senior. Ich musste Wachen abstellen, um einen Flüchtling zu fangen. Der dritte diese Woche, habe ich recht? Ich halte ihn für euch bereit. Ihr regelt solche Dinge, soweit ich weiß, gern persönlich. Rücksichtsvoll wie immer. Heute steht mir der Sinn nach dem Galgen. Hast du noch einmal über meinen Vorschlag nachgedacht? Den Arbeitern Gift ins Elend mischen? Habt ihr damit nicht schlechte Erfahrungen gemacht? Vielleicht habt ihr recht. Ich will nicht nochmal so ein Makanda-Debakel. Archäologie ist eine feine, edle Arbeit. Ich bevorzuge etwas, unter dem die Arbeit nicht leidet. Vielleicht ein weiteres Festessen, ein Spanferkel. Sagt ihnen, dass sie sich ihr Land fast verdient hätten. Natürlich, ganz recht. Der Company Man ist sehr ungehalten. Wer ist der Company Man? Und zur nächsten Quest laufen. Das ist... Das gefällt mir so ein bisschen nicht so an diesem Assassin's Creed. Ich weiß jetzt nicht, wie der zweite so war. Aber im dritten war das auf jeden Fall nicht so schlimm. Fand ich jetzt. Und man ist auch nicht so in die Story reingeworfen worden. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber hier haben wir uns auch gar nicht umgesehen. Interessant. Warum waren wir hier noch nicht? Hey. Oh. Ist noch etwas zum Sammeln. Warum waren wir hier noch nicht? Hoppla. Ein Zeichen. Ein Zeichen. Sehr gut. Ja, ich komme ja schon runter. Kein Ding. Was ist das für ein Zeichen? Genau. Hallo.
Missionsstart. Yay. Geheimnis des Sinnoh. Die verlorenen Prophezeiungsscheiben suchen. Kein Ding. Nachdem Aveli die von ihrer Mutter zurückgelassenen Hinweise entschlüsselt hat, erreicht sie den Eingang der irgendwas. Ich habe leider A gedrückt. Entschuldigung. Den Knote betreten. Wie bin ich denn jetzt auf einmal? Mhm. Wo soll ich denn jetzt hingeworfen? Ja. Ich habe auch keine Karte, das ist ein bisschen blöd. Boah. Vielleicht nicht allzu schnell hier runter. Dann und drunter her. Könnte auch drunter her rutschen können. Ja. Ja, da bin ich nun. Und jetzt? The fuck? Okay. 10 cm tief und Steine. Drücke A zum Tauchen. Oh. Wusste ich noch gar nicht. Auftauchen. Ein Stückchen höher. Ah, das ist aber auch nicht so schön gemacht hier. Mit dem Bild verziehen finde ich nicht so geil. Kostet mehr Atemluft, ist klar, aber ich bin doch schnell unterwegs, wa? Toll. Yay, Swimpassade. Eine kleine Swimpassade. Okay. Da werde ich nicht mehr rauskommen. Hep. Boah, gefährlich. Wow. Los. Runter. Wo kletter ich denn da? Ich glaube, ganz da unten springen wäre keine so gute Idee. Hep. Und. Hep. Oh, hier ist eine Schatzkiste hier unten. Ich stehe. Cool. Wollte ich zwar nicht, aber gut. Schatzkiste. Davon hätte ich eigentlich schon ein paar mehr erwartet. Hier in so einer Höhle. Ich konnte meine Kamera gar nicht drehen. Den jetzt hin. Hallo. Meine Güte, ist das ein Durcheinander hier. Oh. Das muss man sich erstmal geben. Das sieht nett aus. Schön. Richtig gut. Das sieht gut aus. Ein bisschen mehr Sonne wäre ganz gut hier drin. Aber sonst kann ich nicht meckern. Nett. Ja, da kommen wir auch einfach hin. Ein Glück stehen hier so ein paar von diesen Pfosten. In der Gegend rum. Als hätte die einer dahingestellt. Hm. Oh. Hep. Au. Das sah nicht so aus, als wäre das wirklich so tief gewesen, als hätte man da reinspringen können. Ach, tauchen wahrscheinlich wieder. Blub. Na. Ja, das ist doch relativ tief. Blub, 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 blub. Hm.
wieder ein richtig Spaß hier durch die Gegend zu tauchen. Wollte schon immer mal machen. In Assassin's Creed durch die Gegend tauche. Our liberation is upon us.